3, 2, 1. Hallo, hier ist wieder Karl Richter von unserer großen Hausmesse anlässlich der ProWein mit zwei der tollsten deutschen Winzer, die seit dem ersten Tag der Weinzeche mit an Bord sind. Markus Molitor, Roman Niewodniczanski von Van Volksem. Ich sage das gerne immer wieder. Markus war der erste Winzer, den ich für das Projekt Weinzeche besucht habe. Markus, seitdem kennen wir uns und du bist mit an Bord und wir freuen uns, dass deine tollen Weine immer hier mit dabei sind. Erzähl ein bisschen was von deiner Geschichte. Nein, also meine Geschichte ist halt so, dass ich sag mal, wir sind Moselweingut, absolute Mittelmosel und mit dem Sitz in Bernkastel-Wehlen. Und die Verbindung zu dir, zur Weinzeche vom ersten Tag ist uns halt sehr wichtig. Du hast hier sehr viel aufgebaut in dieser Region und ein ganz wichtiger Vertriebspartner hier in Essen und Umgebung für unser Weingut. Und genauso ist es mit Roman. Roman, wenn ich mich richtig erinnere, dein erster Jahrgang war 2000. Genau. Noch ein Rosé. Oh je, ja. Kann ich mich dran erinnern. Wir sind heute ganz auf Riesling konzentriert, weil Riesling natürlich die Leitrebsorte ist. Und ja. Ich bemühe mich, Markus, meinem Freund Markus, ein ehrbarer Wettbewerber zu sein. Wir arbeiten zwischen den gleichen Tälern, wir machen viele zusammen und uns verbindet vor allem die Begeisterung für handwerklichen Wein. Wir sind beide vom Gedanken des Naturweines beseelt. Wir arbeiten in Schiefersteillagen, schauen uns vor keinen Mühen, vor keinen Steillagen, um so naturnah wie möglich extrem aromatische, bekömmliche und lebensfreudig sprühende Weine zu erzeugen. Ganz wichtig bei beiden Weingütern ist, ihr seid Verfechter und Fans von alten, naturbelassenen Rebstöcken. Das ist vielleicht mit das Fundament auch für viele eurer Top-Weine. Ist das richtig? Ja, wir haben das große Glück, dass wir halt an der Mosel und an der Saar noch diese wurzelechten Rebstöcke erhalten konnten. Zu dieser Zeit, wo die Reblos halt große Schäden angerichtet hat, sind einige unserer besten Lagen verschont geblieben, weil sie zu steinig waren. Dort hat es der Reblos halt nicht gefallen. Und so konnten wir diese alten Rebstöcke erhalten. Und wir haben Weinberge, die bis zu über 100 Jahre alt sind. Aber auch ganz entscheidend ist, diese alte Genetik halt weiter zu pflegen und zu erhalten. Und heute auch in unseren jungen Anlagen, man muss immer mal Weinberge neu pflanzen, haben wir halt unsere ganz eigene Genetik entwickelt, die wir dort anpflanzen und werden auch mit den jüngeren Weinbergen in der nahen Zukunft auch große Weine ernten. Oh ja. Ihr habt beide in eurem Sortiment Weine, die extra deklariert sind, alte Reben. Mhm. Dein Saarriesling Alte Reben ist sicherlich auch ein Aushängeschild für das Haus. Das heißt bei uns ab 50 Jahre alte Rebstöcke. Wobei ich nochmal unterstreichen möchte, was Markus sagt. Es geht nicht nur darum, dass ein Rebstock alt ist. Wir haben halt sehr, sehr viele alte Bestände mit teilweise über 100 Jahre alten Reben. Noch wichtiger ist mir aber, dass man wie beim Kochen auch die besten Zutaten findet. Und wie beim Kochen auch ist das zentral. Und wir haben junge Reben von 10 Jahren, sehr, sehr viele, inzwischen über 100.000. Die interessanterweise schon eine Komplexität, eine Vielschichtigkeit bringen, die eben auch alte Rebstöcke bringen, weil wir eben konsequent auf alte Genetik setzen. Das ist ähnlich wie beim Kochen, wenn ich kann ja in ein großes Warenhaus fahren und mir ein Schweinefilet für 3,90 € kaufen. Das schmeckt dann wie 3,90 €. Ja. Oder ich gehe hin und nehme vom Eggernseer Waldseeschwein oder vom Schwäbisch Hellischen ein Stück, dann esse ich weniger Fleisch, aber eben eine höhere Qualität. Und das ist bei Riesling nicht anders als bei Essen, bei Getreide, es gibt so viele Produkte, Kartoffeln, es gibt so viele Produkte, bei denen leider Tomaten, Dinger Erdbeeren. Die Erdbeeren, gerade die aus Spanien kommen, nicht gegen Spanien, aber diese Erdbeeren sehen wunderschön aus, schmecken nach nichts. Aber die Erdbeeren bei meiner Oma in der Eifel, das, was ich als Erdbeere im Kopf habe, ist was völlig anderes. Das war eine Sänger Senganer, ganz klein, wird schnell alt, aber von einer phänomenalen Aromatik. Und so vergleichbar ist eben auch das, was wir machen. Sehr schöner Vergleich. Und ihr seid ja auch beide Brüder im Geiste, die wichtigste Rebsorte ist natürlich bei beiden Weingütern der Riesling. Und da gehören sowohl das Weingut Markus Molitor als auch Van Volksem heute zur absoluten Spitze in Deutschland. Und gerade die aktuellen Erfolge, ich sage nur die Bewertung bei Robert Parker, sensationell. Das tut nicht nur den beiden Weingütern gut, sondern der gesamten Region und dem gesamten deutschen Weinbau.
Ich danke euch vielmals für die lange Freundschaft und die gute freundschaftliche Zusammenarbeit. Danke sehr. Und die vielen Weingläser, die wir schon zusammen getrunken haben. Zum Wohl.